Ja, es gibt Neuigkeiten zur Situation an der Grenze zu Ungarn, denn in der Zwischenzeit meldet sich auch ÖVP-Innenminister Gerhard Karner zu dieser heiklen internationalen Situation zu Wort und er verkündet, die Grenzkontrollen zu Ungarn zu verschärfen, wenn sich tatsächlich herausstellt, dass Ungarn dort ein Asyllager errichtet. Zur Erinnerung, seit mehreren Tagen vor allem, ganz intensiv seit gestern, verdichten sich die Hinweise immer stärker, dass die ungarische Orbán Regierung absolut klammheimlich ein Flüchtlingslager für illegale Migranten nur 15 Kilometer von der Grenze von Burgenland entfernt errichtet. Bei Oberpullendorf ist das. Und daraufhin hat dann bereits gestern SPÖ-Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil äußerst erzürnt reagiert, als er davon erfahren hat, denn die Hinweise, die sind schon ganz stark, dass das wirklich scheinbar derzeit passiert. Und hat die Vermutung geäußert, warum das getan werde, dass er eben vermutet, Ungarn plane tatsächlich Flüchtlinge einfach nach Österreich durchzuschleusen, weiter zu transferieren. Also sozusagen, wir Ungarn wollen die nicht, deswegen schieben wir sie ins Nachbarland Österreich ganz einfach ab. Und wenn das tatsächlich zutreffen sollte, wie Doskozil sagt, dann wäre das nichts Geringeres als staatlich organisierte Schlepperei, wie er sagt. Und er fordert auch, wenn sich das bestätigt, ein absolutes Dichtmachen der Grenzen. Der Hintergrund ist ja der, dass bereits seit Jahren schon Orbán Flüchtlinge als Druckmittel gegen die EU nutzt. Er lässt sie ja schon seit Jahren nicht registrieren und winkt sie einfach über die Grenze in Richtung Österreich, Deutschland und noch weiter. Bislang war es allerdings so, dass Österreich sich da etwas kulant gezeigt hat. Das BMI hat das dann so darstellen wollen, immer wieder, dass man halt mit den ungarischen Sicherheitsbehörden kooperiert und dadurch sogar die illegale Migration verringern konnte. Aber wenn jetzt wirklich ein neues Lager entsteht und noch dazu kommt, dass das dementiert wird, dass man sozusagen sagt, nein, das ist einfach nicht so, also offenbar eine dreiste Lüge, müssen noch abwarten, aber die Hinweise, ich habe schon vorher gesagt, sind äußerst wahrscheinlich, dann dürfte das Maß der Unverschämtheit ganz einfach voll sein. Denn wirklich vieles deutet darauf hin. Die Hinweise sind zum Beispiel, dass in den letzten Tagen ein 3 Meter hoher Zaun um dieses besagte ehemalige Schulgebäude errichtet wurde. Etliche Polizisten wurden in diesem Raum dort gesichtet und es ist auch so, dass etliche Stockbetten dort hineingetragen wurden. Doch es wird noch dreister, denn ich habe es ja schon gesagt, die ungarische Regierung dementiert absolut und sagt sogar, ich zitiere, in Ungarn wird es niemals, nirgendwo ein Migrationslager geben. Ja, etliche Bürger Burgenlands, die dort in diesem Grenzgebiet wohnen, die demonstrieren bereits, sie fordern nun endlich eine glaubwürdige Erklärung von Ungarn, was das alles soll. Und damit bahnt sich nun wirklich ein äußerst ernster internationaler Streit an. Der Europäische Gerichtshof hat ja Ungarn bereits zu etlichen Strafzahlungen genau deshalb verdonnert. Und nun droht der nächste Eklat, und zwar zwischen der Republik Österreich und Ungarn, wo eben ein wirklich ernster diplomatischer Super-GAU jetzt droht.